Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch. Sehr herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt Gezwungen zur Lüge. Werdet ihr durch gewisse Umstände oder gar durch eine Person zu einer großen Lüge gezwungen? Vielleicht erst seit neuestem, vielleicht aber auch schon sehr lange und vielleicht tragt ihr unter Umständen ein ganzes Leben schon eine ganz große Lüge mit euch herum, weil ihr meint, die Umstände sind halt so, dass ihr lügen müsst und fühlt euch dabei nicht gut oder ihr fühlt euch sogar oder ihr habt damit euren Frieden geschlossen und sagt, ja, diese Lüge ist notwendig, das geht halt nicht anders. Also, gezwungen zur Lüge, das ist unser Thema und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt Domian @wdr.de. Meine erste Anruferin, das ist die Annemarie. Annemarie ist 45. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, hallo Annemarie. Domian, ich habe freue mich erstmal, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich vor allen Dingen, weil ich dich unheimlich gerne mag und sage, oh, ist toll, dass ich jetzt wieder den Domian im Fernsehen sehe. Vielen Dank, sehr nett von dir. Lieber Domian, ich möchte dir schon länger mal eine Geschichte erzählen. Und zwar vor über 20 Jahren spielte die Geschichte sich ab. Ich bin damals 20 Jahre alt gewesen, da wurde ich schwanger. Mhm. Und von einem Mann, den ich sehr geliebt habe. Das war also meine große Liebe. Mhm. Und es war eigentlich auch alles geregelt. Dieser Mann war etwas älter, das heißt eigentlich viele Jahre älter, über 20 Jahre älter. Mhm. Und hatte auch, war eigentlich alles geregelt, dass wenn was sein sollte, dass man dann auch heiratet und so weiter. Aber die Firma war in roten Zahlen und er war eben sehr engagiert und da kam dieses Kind überhaupt nicht in seinen Plan. Und somit, als ich dann schwanger wurde, war es ganz klar, dann hat er es erstmal abgestritten, was überhaupt sehr unmöglich war, weil, wie gesagt, das war meine große Liebe und dann hat er... Also er hat ja abgeschritten, dass er der Vater ist. Das auch, genau. Für dich war ganz eindeutig klar, dass du nur mit ihm geschlafen hattest und es konnte kein anderer sein. Nein, es war wirklich so, wie ich es auch sage, weil es war nur ein Mensch in meinem Leben auch. Und daraufhin hat er also dann mich vor dieser Entscheidung gestellt und er sagte auch, wir können in 2 Jahren ein Kind kriegen, aber jetzt ist die Firma in roten Zahlen und lass uns... Und dann habe ich... Aber das war für mich klar, von dieser großen Liebe auch noch dieses Kind, dann auch noch, das wäre gar nicht möglich gewesen. Und somit habe ich mich auf jeden Fall für dieses Kind entschieden. Mhm. Schweren Herzens, leider musste ich dann auch, hat er also mich vor dieser Entscheidung gestellt, entweder er oder das Kind. Und da bin ich durch die Hölle gegangen. Das glaube ich. Weil das glaube ich. Es war wirklich, ich habe also eine, als ich dann... Das finde ich ja so schlimm. Ich hatte ja gestern so einen Fall auch in der Sendung. Ich finde das so schlimm, wenn Männer das machen. Deswegen wollte ich gestern schon anrufen und hätte gerne was zu diesem Thema gesagt, zumal... Aber erzähl erst vielleicht mal deine Geschichte weiter. Genau, und dann habe ich also auch ihn wirklich, ich bin wirklich auf Knien gerutscht und habe wirklich, also sowas kann man sich nicht vorstellen, weil ich gesagt habe, bitte, bitte, verlass mich nicht, weil das war für mich so endgültig und ich habe also wirklich... Hat er dich dann verlassen? Ja, also es war klar für ihn. Er sagte, dann sehen wir uns auch nie wieder. Und du hast das Kind bekommen? Eiskalt, natürlich. Und zufällig ist an diesem Tag, wo meine Tochter geboren wurde, seine Mutter gestorben. Am selben Tag? Am gleichen Tag ist die... Wie merkwürdig. Ein neues Leben kam. Jetzt bin ich gespannt auf die Lüge, wenn du sagst, gezwungen zur Lüge. Dass er also auch sagte, du sagst niemals, dass ich der Vater bin. Wir wohnten im gleichen Ort, in einer größeren Stadt von 110.000 Einwohner. Ja. Und ich wohnte in diesem kleinen Ort, 8 Jahre lang ungefähr mit ihr. Und er wohnt im gleichen Ort, aber er war der gemachte Mann. Hatte er denn zu der Zeit eine Beziehung? Nein, er hatte sich voll in die Firma gesetzt. Ja. Und auch keine Frau, keine Familie, kein Kind. So, er war der gemachte Mann. Du hattest deine Tochter und hast es auch erstmal nicht gesagt. Ich habe es nie gesagt. Nie gesagt, bis heute nicht? Doch, das erzähle ich ihm.
Das war also so, dass ich wirklich, weil ich ihn so geliebt habe, auch wirklich, wie er sagte, niemand erzählt habe. Und die Leute natürlich in dem Ort, die haben schon spekuliert. Mhm. Damit war ich natürlich auch außen vor, weil also ein Kind von einem Menschen, wo man nicht weiß quasi, ich habe darüber nicht geredet. Mhm. Es kam auch nicht zum Thema, dass mich Leute angesprochen haben, weil das ist schon diskret. Und entweder sagt man das vornherein oder überhaupt. Mhm. Aber es war nie die Rede, dass von jemand, dem ich nicht weiß, von wem das Kind ist. Aber ich habe nicht darüber gesprochen und das war klar, aber manche haben natürlich schon spekuliert und wenn ich mal unterbrechen darf, wieso hast du dich immer noch so loyal diesem Mann verbunden gefühlt, nachdem der dich vorher vor diese schlimme Alternative gestellt hatte, entweder das Kind oder ich? Ja, das ist vielleicht diese Befangenheit, weil immer diese Hoffnung, die stirbt zuletzt. Ach so, du hattest irgendwie Hoffnung, dass er doch nochmal zu dir zurückkommt. Genau, also irgendwo, weil das ich konnte es mir ja nicht anders vorstellen, weil ich ja erstmal war ich auch so jung, dass ich dachte, dass die Liebe ist einfach dieses Größte und da die ist stärker als das andere. Also von meiner Seite war das so. Wie ging es dann weiter mit der Lüge? Also ich habe also nie was davon erzählt und ich sah immer, dass er ist Sponsoren für Fußballmannschaften, er hat alles finanziert, war immer groß angesehen und diese Frau letztlich, dieses Kind, dieses wunderbare Kind ausgetragen hat, wurde so geächtet irgendwo. Und er hat sich nie um dich gekümmert, er hat sich nie um das Kind gekümmert. Gar nicht und wollte ich auch natürlich nicht sehen. Wann und wie ist die Lüge aufgeflogen? Oder wann hast du sie aufgedeckt? Es ist dann so gewesen, dass wir dann weggezogen sind aus dem Ort und die Tochter natürlich dann mit 17 Jahren irgendwo auch schon für sich wissen wollte, was jetzt so ist. Du hast sie bis zu ihrem 17. Lebensjahr belogen. Du hast gesagt, nein, ich habe sie nicht belogen. Was hast du ihr gesagt, wer der Vater ist? Ja, dass nachdem sie 8 Jahre alt war, sind wir aus dem Ort, 13 war sie. Sie ist erst mit 6 Jahren sind wir da hingezogen in dem Ort. Und wie sie 13 war, sind wir weggezogen. Und dann hatte ich ihr schon dann auch immer, das war für mich ganz klar, aber wir sind an dem Haus mal vorbeigefahren. Also du hast ihr klar gesagt, das ist der Papa. Das war für mich, für die ganze Zeit. Wie ist das jetzt aufgeflogen? Dann ist die Tochter 17 Jahre alt und eine schöne, heranwachsende junge Frau geworden. Mhm. Dann ich selber wollte auch abschließen mit dem Thema und war für mich klar und ich habe sie hingefahren. Ich habe gesagt, ich bleibe so lange und wenn ich da Stunden warte. Wo hast du sie hingefahren? Haus, also wo er wohnte, auf einem Spätnachmittag so um 16.30 Uhr und sie hatte noch eine Tüte Kirschen mitgenommen. Es war auch im Sommer mehr oder weniger und da hat sie dann geklingelt bei ihm und ich habe nur gezittert und gebetet und gebibbert und habe nur gehofft, dass er sie nicht abspeist oder sie so schlecht behandelt, wie ich mich damals behandelt fühlte. Und dann hat sie geklingelt und dann hat er gefragt, ich weiß jetzt gar nicht, wer sie sind, und dann hat sie ihren Namen genannt und da ist er, der hat gedacht, so eine schöne Frau, so ein schönes Mädchen, das ist meine Tochter, für die ich 17 Jahre gezahlt habe. Und dann hat er sie in den Arm genommen und alles das erzählte sie mir, als sie ins Auto gestiegen war. Ich gucke immer in den Rückspiegel, hoffentlich hat sie ein glückliches Gesicht. Also war die Begegnung positiv? War unheimlich positiv. Was ist dann aus dieser Begegnung geworden? Haben die beiden Kontakt miteinander? Und dann ist sie also ins Auto. Ich sage, ich muss jetzt mal anhalten, ich muss jetzt erstmal hören, erzähl mir das bitte nochmal. Und dann war ich so glücklich, dass er sie wenigstens liebevoll aufnahm und er sagte, ich gebe dir jetzt meine Handynummer. Ich rufe nächste Woche an, dann gehen wir mal essen und dann können wir uns einfach mal unterhalten. Und dadurch ist von seiner Seite eine ganz große Liebe entstanden zu diesem Kind. Zu der Tochter. Und die haben bis heute ein gutes Verhältnis. Hast du denn auch nochmal Kontakt mit ihm aufgenommen? Also das war schon nach 1,5 Jahren, nachdem die beiden sich also regelmäßig sahen und er hat den Führerschein unbedingt bezahlen wollen, hat er auch das erste Auto gekauft. Und weil er sehr wohlhabend ist, hat er natürlich auch alles immer eine Nummer größer dann auch ihr ermöglicht. Kamt ihr denn dann auch nochmal in Kontakt? Ja, und nachdem ich dann ungefähr 1,5 Jahre später war es dann so, dass wir dann uns auch aussprechen konnten. Das war für mich unheimlich wichtig nochmal. Aber es gab keine neue Liebesbeziehung. Also es ist so, dass wir beide uns schon, da ist schon so eine Magie. Aber es ist nicht neu etwas entstanden. Also es ist so, dass wir uns ausgesprochen haben und dass er sagte, oh, ich bin so traurig, dass ich sie nie auf dem Schoß hatte, dass ich sie nie richtig in den Arm nehmen konnte. Aber wie ist das heute mit euch, Annemarie, zwischen dir und diesem Mann? Ist da nochmal eine Liebesbeziehung entstanden? Also es ist
von meiner Seite immer noch eine große Liebe gewesen. Also bis heute? Bis heute bei mir ist... Mann, Annemarie, weißt du, dass ich das merke, wie du das so schwärmerisch erzählst? Ja. Dass du heute, du schwärmst noch wie ein junges Mädchen. Ja. Obwohl da eigentlich, finde ich, schlimme Sachen passiert sind. Weiß. Der Kerl hat sich 17 Jahre nicht um seine Tochter gekümmert. Ja, und nicht nur das, sondern auch diese Verleugnung, dieses... Ja, und du mit dieser Lüge, ich meine, so lange zu lügen ist ja auch schon sehr schlimm. Ja, das ist... Das hast du alles für den getan. Bitte? Das hast du alles letztendlich für den getan. Also für diese große Liebe. Ja, für diese große Liebe, ja, aber die irgendwann keine Liebe war, denn zur Liebe gehören zwei Personen. Richtig, und also wie gesagt, ich habe einen großen Preis dafür bezahlt. Das glaube ich, ja. Aber was ich ja gut finde, ist, dass auf jeden Fall Tochter und Vater wieder in Kontakt sind. Und dass also die Tochter sehr, dass es der Tochter sehr gut geht, ja. Weil er sich einfach auch, also er hat ja niemanden. Das ist ihm einfach dann später bewusst geworden. Annemarie, wenn der heute zu dir käme und würde sagen, Annemarie, ich möchte es nochmal mit dir versuchen, wie wäre deine Antwort? Es ist heute nicht mehr so möglich, denn es sind zu viele Jahre, sind einfach, es ist zu viel passiert, sage ich mal, dass er es, er hat mich zu lange warten lassen. Also heute würdest du es nicht mehr tun? Also ich habe es, dieses Gefühl von Liebe, es besteht auf jeden Fall noch, nur es ist inzwischen ein alter Mann geworden, ja. Er hat zu lange gewartet. Ja. Also dieses, wir haben uns also wirklich auch schon getroffen und ich habe es natürlich auch probiert und wir sind auch zusammen ins Romantikhotel und wir haben uns auch wirklich dann, und dann hat er mir gesagt... Wie, ihr seid ins Romantikhotel? Was denke ich mir dazu? Nichts Besonderes. Nichts. Eigentlich nur, dass man einfach findet, um einfach so zu reden. Ach so. Mit einer Übernachtung. Und in einem Zimmer? Ein schönes, ja, natürlich. Ehrlich, in einem Zimmer? Ja, und ist da was passiert? Nee. Er ist auch dadurch, weil er sehr über Bluthochdruck und sehr korpulent geworden ist. Ach so. Und eben auch viele Faktoren eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, dieses Gefühl von Liebe ist einfach noch da. Mhm. Nur er hat zu lange gewartet. Mhm. Ich nicht mehr, also ich bin noch zu jung dafür, dass ich jetzt noch... Er ist ja schon über 60, ne? Wenn da 20 Jahre Unterschied ist. Also dieses Opfer kann ich dieses Mal nicht mehr bringen. Mhm. Da hat er zu lange gewartet. Also das ist schon eine lebenseinnehmende Geschichte, die du uns da erzählt hast. Warum ich das eigentlich euch unbedingt erzählen wollte, war, weil manche Frauen, so wie auch gestern in der Geschichte, manche Frauen ja so unsicher sind, jemals vielleicht sich für dieses Kind oder gegen dieses Kind zu entscheiden. Aber ich glaube, letztendlich ist der Tenor immer, sich für das Kind entscheiden zu sollen, ne? Auf jeden Fall. Das ist ohne Frage. Ohne Frage, ja. Weil es lohnt sich auf jeden Fall immer, weil dieses Kind, auch jetzt diese Tochter, das ist so ein wunderbarer Mensch geworden, die jetzt studiert sie Modedesign und sie ist einfach so vom, ich habe ja inzwischen dann in dieser Zeit ja noch drei weitere Kinder bekommen, weil ich auch gedacht habe, ich möchte nicht, dass sie allein auf dieser Welt ist, wenn ich nicht mehr da bin. Du hast auch wieder eine Partnerschaft dann eingegangen? Ja, ich bin also, nachdem sie 2 Jahre alt war, habe ich dann eine neue Partnerschaft, damit ich auch noch, weil ich auch... Gab es denn diese Partnerschaft auch, als du mit dem ins Romantikhotel gegangen bist? Nein, da war die Partnerschaft nicht mehr. Liebe Annemarie, ich gucke gerade auf die Uhr und so Zeit rennt weg. Ja. Aber ich fand das eine sehr beeindruckende Geschichte, die du uns da erzählt hast. War das so wichtig, dass man auch weiß, es kann ein gutes Ende nehmen. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Ich auch. Und ich wünsche heute Abend ganz viele nette Anrufe, dass ihr alle davon profitiert. Sehr lieb von dir. Annemarie, mach's gut. Ja. Tschüss. Heute heißt unser Thema gezwungen zur Lüge und ich frage euch, ob ihr in eurem Leben zu einer großen Lüge durch Umstände, manchmal sind es ja Umstände, gezwungen seid oder vielleicht zwingt euch ein Mensch dazu. Und seid ihr mit euch im Reinen mit dieser Lüge? Meistens ist man ja nicht mit sich im Reinen, wenn man lügt, oder leidet ihr sehr unter dieser Lüge? Gezwungen zur Lüge heißt unser Thema und ich bin verbunden mit Susanne und Susanne ist 57. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich bin sehr aufgeregt. Das schaukeln wir schon, Susanne. Ja. Schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Ja, hallo. Ich habe noch nie über das Thema mit jemandem überhaupt gesprochen. Ja. Ich wurde seit dem 10. Lebensjahr von meinem Vater sexuell missbraucht. Und es ist gegangen bis vor 10 Jahren. Wie bitte? Ja. Das ist gegangen bis vor 10 Jahren? Ja. Bis zu deinem 47. Lebensjahr? Ja, genau. Als er einen Schlaganfall dann gehabt hat und ich pflege den auch noch. Und da ist auch ein Kind hervorgegangen und mit niemand habe ich bisher darüber gesprochen, außer jetzt mit dir. Und ich... Es,
es gibt ein Kind aus dieser Inzuchtbeziehung. Ja, genau. Ist das Kind gesund? Nein. Was hat das Kind? Und ich, ja, psychische Störungen, Lungenschaden. Das ist halt sehr schwer. Wie alt ist das Kind? 32. Lebt das bei dir oder in einem Heim? Nein, aber ich versorge ihn ganz und er halt konnte noch nie arbeiten und ich habe halt ein schlechtes Gewissen auch meinem Kind gegenüber und da weiß das ja nicht und ich konnte auch nie Nähe aufbauen zu anderen Männern oder. Du hast nie eine andere Beziehung gehabt? Doch, ich habe eine einzige gehabt, da habe ich auch noch zwei Kinder und aber die. Ich konnte halt keine Nähe zu meinem Mann aufbauen. Dass die Beziehung schief ging, kann ich nicht meinem Mann die Schuld geben. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, wenn du sagst, der Vater hat dich von, ich muss das erstmal verarbeiten, wenn du sagst, von deinem 10. Lebensjahr bis zu deinem 47. Lebensjahr. Das habe ich noch nicht gehört, muss ich dir ehrlich zugestehen. Doch, ich habe. Lass mich fragen. Wo war deine Mutter? Ganz in der Zeit oder am Anfang, wo war die, hat die etwas mitbekommen? Ich habe am 16. Lebensjahr meiner Mutter, als er mir nicht aufgehört hat nachzustellen und aufgehört hat, das meiner Mutter gebeichtet. Die hat mich dann verschlagen und die hat es nicht geglaubt. Ja, und dann mir die Schuld gegeben, dass er sich das Leben nehmen wollte und ich noch lügen würde und ich wollte halt dann die Familie schützen. Mir waren vier Geschwister und die Oma, zu der ich eine gute Beziehung hatte, die habe ich sehr geliebt und die wollte ich nicht, die wollte ich ihr auch nicht wehtun. Ich wollte die Familie nicht auch auseinanderreißen. Und heute, da hat eben mein Vater hat 11 Enkelkinder und 2 Urenkelkinder. Weißt du, ob dein Vater das mit den anderen, deine Geschwister, sind da Mädels dabei? Ja, eine jüngere Schwester. Hat er das mit der auch gemacht? Nein. Nein, er hat das nur, was heißt nur, er hat das mit dir, ausschließlich mit dir gemacht? Ja. Und du hast gesprochen nur mit der Mutter damals darüber, einmal. Ja, und dann ja, hast du ja. Und dann hast du dein ganzes Leben geschwiegen? Ja, ich wollte auch nicht schuld sein, wenn die Familie jetzt verbricht, zerbricht daran. Susanne, wie kam es, als du dann erwachsener wurdest, dass du diesen Mann, der dein Vater ist, nicht einfach von dir weggestoßen hast? Warum hast du das gemacht? Das habe ich öfters versucht, öfters. Ich kann nicht sagen, ich war wie gelähmt, ich war jedes Mal wie gelähmt. Das kann man überhaupt gar nicht beschreiben, was man damit macht. Und die Lüge meinem Kind gegenüber, meinem Mann gegenüber und den ganzen anderen Familienmitgliedern. Manchmal, ich wollte mir schon das Leben nehmen. Und Wie oft ist das denn so passiert in der Woche oder im Monat? Ja, 2-3 Mal. Im Monat? Ja. Wo? Ich gehe mir davon aus, dass du dann mit deiner Familie eine eigene Wohnung hattest. Er hat immer ausgenutzt, wenn er wusste, dass da niemand war. Dann kam er dich besuchen? Ja. Genau. Und dann hat er dich vergewaltigt, so muss man es sagen. Ja, genau. Und daraus ist dann ein Kind entstanden? Ja. Das ist ja erschütternd, was du erzählst. Ja, das ist so schlimm. Und dann hat er einen Schlaganfall gehabt. Und ich, gerade weil du ihn letztes Thema hattest, ich habe ihm verziehen, ich pflege ihn jetzt noch und meine Mutter ist auch schwer krank, die pflege ich auch. Der Vater ist bei dir in der Wohnung? Wohnt er in einer Wohnung? Nein, ich pflege sie bei ihm in der Wohnung. Meine Mutter und mein Vater, dass sie nicht in ein Heim müssen. Die ganze Familie ist so aufgebaut, alles Friede, Eierkuchen. Ist der Vater geistig noch klar? Eigentlich jetzt nicht mehr, nein. Nicht mehr. Als er geistig, wie alt ist er jetzt eigentlich? Jetzt 79. 79. Als er noch klar war, bei Sinnen war, hat er irgendwann, als er alt war, ein Wort der Entschuldigung gesagt zu dir? Nein. Gar nichts? Niemals so, als da hat es immer so gesehen, als es müsste so sein. Das gehört dazu und das, wie ich hätte die Pflicht, das zu erfüllen. Wie kam das denn, dass er dann vor 10 Jahren von dir abgelassen hat? Ja, weil es ihm dann nicht mehr so gut ging. Körperlich? Ja. Da ging, also ich kann mir jetzt nur so erklären, dass
vielleicht bei ihm dann nichts mehr ging. Und ja, aber ich war immer wie gelähmt und hab da wie gelähmt gelegen. Und du musst doch eigentlich über all die Jahrzehnte, hast du einen Hass auf deinen Vater gehabt? Ja. Ein Ekel? Ach, Ekel kann man, das kann man mit Ekel überhaupt gar nicht beschreiben. Es ist viel mehr als Ekel. Ja. Aber ich wollte meine Mutter, meine Geschwister, meine ganze Familie nicht zerstören. Ich habe immer mir die Schuld gegeben. Immer mehr. Und die gebe ich mir heute noch. Die gibst du dir heute noch? Ja, und auch das ist mit meinem Sohn. Und wie soll ich das hier erklären? Ich habe jetzt einen Brief geschrieben, den ich hinterlege, wenn mir was passiert, weil ich auch an Krebs erkrankt bin. Ach, du bist auch schon erkrankt? Ja, ich mache schon jahrelang mit Darmkrebs und ja, und habe den Magen und Bauchspeicheldrüse und 12-Fingerdarm und das alles entfernt, wurde ernährt künstlich. Aber nicht mal danach hat er von mir abgelassen. Nicht mal danach. Was hast du in diesem Brief niedergeschrieben? In dem Brief habe ich die Wahrheit niedergeschrieben. Weil ich verkrafte das nicht, dass niemand weiß, was ich mein ganzes Leben lang mitgemacht habe. Unfassbar, unfassbar, Susanne. Ich bin wirklich ganz sprachlos, was du erzählst. Ich bin so fertig. Ich sitze hier, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr essen. Jetzt erklär mir mal, woher du die Kraft nimmst, diesen Menschen, der dein Leben wirklich zerstört hat, das kann man ja sagen, dass du diesen Menschen pflegst, dass du ihm die Gnade erweist, dass du für ihn da bist. Ich kann das nicht erklären, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich bin halt schon immer ein Mensch gewesen, der jedem geholfen hat, der alles gemacht hat. Ich konnte nicht, als er da lag und war gelähmt. Ich konnte es einfach nicht, ich kann es nicht beschreiben. Es gab doch sicher Zeiten früher, wo du ihm den Tod gewünscht hast. Ja. Nicht nur das. Nicht nur das, weil ich auch mich niemand mitteilen konnte. Du bist der erste Mensch, mit dem ich mein ganzes Leben, seit dem zehnten Leben, die ja jetzt darüber spreche. Unfassbar. Und es hat mich so fertig gemacht, die ganze Nacht, ob ich dich erreichen kann oder nicht, dass ich einmal wenigstens mit jemand sprechen kann, der mich versteht. Das ist eine ganz große Leistung, dass du dich das getraut hast und jetzt traust, Susanne. Ja, das war nicht so. Ich habe zweimal deinen Redakteur, sag ich mal, weggedrückt, weil ich mich halt geschämt habe, das überhaupt zu erzählen. Ich sag dir jetzt gleich mal, schämen musst du dich überhaupt nicht. Es ist so schlimm, dass ich... Schämen muss sich dieser schwerkranke Mann, der da in seiner Wohnung liegt. Ja, dass ich das da ausgehalten habe seit meinem 10. Lebensjahr und der Familie das nicht antun wollte. Das heißt, du hast... eine Lüge, aber ich habe das schwerkranke Kind. Und von dem... Als das Kind damals, als du damals schwanger warst, war dir da klar, dass du von ihm schwanger bist? In den ersten 4 Wochen nicht, aber das ist mir dann gekommen, dass ich ja gar keinen Kontakt mit meinem Mann zu der Zeit hatte, dass es nur von ihm gewesen sein kann. Und da ist kein Verdacht aufgekommen von deinem... Ja, aber mein Sohn, das sieht genau aus wie mein Vater und jeder sagt auch, wir waren mal in Urlaub, Italien, wo nur mein Vater eigentlich war, mir überhaupt nicht. Und da kam ich mal mit meinem kleinen Sohn dahin, aber ohne meinen Vater, in dieselbe Pension. Und die Frau war uns fremd und die hat uns die Tür aufgemacht. Und da stand mein Sohn da. Dann sagt er, ja, wo ist denn der Opa? Da sage ich, welcher Opa, den Namen will ich jetzt nicht nennen. Da sagt sie, ah, das gibt's doch nicht, das ist doch genau der Opa. Und habe die Frau in meinem Leben noch nie gesehen. Die hat sofort gesehen, dass das... Du warst ja in der Zeit mit deinem Mann, wie du gerade gesagt hast, zusammen. Und ihr hattet keinen Kontakt. Ist er denn dann nicht misstrauisch geworden? Nein, mein Mann wusste ja, dass ich eigentlich psychisch angeschlagen bin, nur nicht halt warum. Man wusste das ja nicht und da kam dann halt noch das mit dem Krebs und... Nee, ich meine, war er nicht misstrauisch, dass du schwanger geworden warst, ohne dass ihr Kontakt hattet, also dein Mann und du? Ja, das kann ich mir bis heute noch nicht erklären, dass der noch nie was gesagt hat. Also, bist du mit dem Mann heute noch zusammen? Freundschaftlich, ja.
Wir sind nie geschieden worden. Mhm. Da wollte auch von mir nie weglassen. Da konnte ich aber nie erklären, warum ich so reagiere. Mhm. Aber ich konnte mich nicht einfach mit, trotzdem, dass ich meinen Mann sehr liebe, in ein gemeinsames Bett legen, mhm, mit dem Gedanken, es war kurz vorher gerade mein Vater dran. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, jetzt, was du nicht meinst. Und mir geht es, tief. Das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Mhm. Und dann konnte ich auch nicht lieben oder, mhm, oder, mhm, mich fallen lassen oder. Und das hat er ja gemerkt und er hat immer gedacht, ich hätte was gegen ihn. Mhm. Dabei hatte das mit meinem, mhm, Mann, den lieb ich heute noch abgöttisch, überhaupt gar nichts zu tun. Also Susanne, ich bin in einer sehr schwierigen Situation im Moment. Ich bin konfrontiert durch das Gespräch mit dir, mit einem ganzen Leben, mit dem Drama eines ganzen Lebens und mit dem Schmerz eines ganzen Lebens, was du mir gerade angedeutet hast. Und ich sitze hier in einer Radio- und Fernsehsendung und habe nur ein begrenztes Zeitfenster, ja, genau, für meine Anrufe. Aber ich bedanke mich. Ich will mich von dir verabschieden. Ich will nur grundsätzlich sagen, dass ich dir natürlich nicht gerecht werden kann, indem wir nur so relativ kurz miteinander reden. Ich konnte wenigstens mal einmal im Leben mit jemand drüber reden, weil ich habe mich nie getraut. Weil wem können Sie heute noch vertrauen? Ja. Ich möchte nur unbedingt was sagen, Susanne. Du hast vorhin etwas, finde ich, sehr Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, dass du dir eigentlich bis zum Schluss die Schuld gegeben hast. Ja, immer. Und da möchte ich dir als ganz ferner, objektiver Mensch sagen, dass du im Unrecht bist, dass du dich täuscht, dass das nicht stimmt. Ich sage dir, und ich sage es dir mit größter Überzeugung, dass 100% Schuld dein Vater trägt, nicht du. Er hat dieses kleine Kind damals von 10 Jahren in eine Abhängigkeit gebracht zu sich selbst. Und wie auch immer die psychischen Verstrickungen waren, er hatte dich regiert all die Jahrzehnte. Ja. Und du hast nicht die Kraft gehabt, dich zu befreien. Nein. Das hat aber mit Schuld nichts zu tun. Niemand darf dir auch nur andeutungsweise eine Schuld geben. Nicht schuldig. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen meiner Mutter gegenüber. Nein, weißt du, deine Mutter müsste ein schwerst schlechtes Gewissen dir gegenüber haben. Wirklich. Hätte sie mir damals geglaubt, aber wäre alles da besser. Habe ich einmal die Kraft gehabt. Einmal. Mhm. Ein einziges Mal. Du hast recht, wenn deine Mutter damals eingegriffen hätte, hätte sie dein Leben in eine ganz andere Bahn bringen können. Aber ich liebe Menschen und ich helfe auch Menschen, aber ich kann halt, weil ich will niemanden was Falsches wiedergeben, ja. Mhm. Und das war mir auch gegenüber meinem Mann, das war ganz schlimm. Mhm. Gefühl zu haben, ihn zu bescheiden, sag ich mal. Mhm. Das konnte ich nicht. Ich glaube, dass du ein Mensch mit einem sehr guten Herz bist. Ja. Das glaube ich. Und ich wollte nicht ihm wehtun, aber das, mhm, Kind, mhm, verstehst du, mein Sohn, mhm, mein, mhm, Sohn, er ist ja eigentlich, die zwei anderen Kinder sind normal geboren, mhm, aber er hat die Behinderung und das alles. Gab es damals eigentlich, als du wusstest, es ist von ihm, eine Überlegung, das Kind abtreiben zu lassen? Da habe ich mir die Gedanken eigentlich noch gar nicht so gemacht. Mhm. Erst als er auf der Welt war, mhm, also die ganzen Monate über schon, aber als ich mir, mhm, die Gedanken gemacht habe, war das schon zu spät. Mhm. War das schon viel zu spät. Schon hätte ich das wahrscheinlich gemacht, aber dann hätte ich auch wieder nicht gewusst, wie mache ich das jetzt. In der Zeit damals, ja. Mit meinem Mann gegenüber, ich konnte ja nicht einfach sagen, ich verstehe. Ich lasse jetzt dein Kind abtreiben. Eine unfassbare Verstrickung, in der du da gelebt hast. Das konnte ich nicht. Aber mein Mann, der liebt mich über alles, ich liebe ihn, mhm, über alles, aber ich kann ihm, weil ich das Schuldgefühl halt habe, ich habe das schwere Schuldgefühl. Mhm. Obwohl ich dafür ja gar nichts kann. Ich weiß. Ich war ein Kind. Liebe Susanne, ich möchte jetzt das Gespräch hier zwischen uns
in der Öffentlichkeit beenden. Und biete dir an, dass wir dich auf jeden Fall jetzt gleich nochmal zurückrufen. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja, das wäre nett. Das wäre wichtig, ja, glaube ich auch, wenn du zum ersten Mal seit 40 Jahren darüber gesprochen hast. Ich finde es gut, dass du angerufen hast und ich glaube auch, dass das schon eine Erleichterung war und vielleicht auch ein erster Schritt zu etwas mehr Ruhe in deinem Leben. Ich wünsche dir... Ich kann nicht mal schlafen, nix. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Kraft. Vielen Dank. Und jetzt legst du auf und du wirst von Peter zurückgerufen. Gut, danke. Alles Gute und alles Liebe. Ja, tschüss. Auf Wiederhören. Jetzt kommt Anne. Und ja. Anne ist 69. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen. Ach, wenn ich sowas höre, da ist ja meins alles eine Kleinigkeit. Was bin ich ein glücklicher Mensch. Das war sehr schlimm. Das war so schlimm. Da blutet einem ja das Herz, wenn man sowas hört. Ja. Ja, also so, das tut mir auch unfassbar. Da kriegt man Herzbluten, da kriegt man Schmerzen und da hält man die Frau fast für eine Heilige. Dass sie so ist, wie sie ist. Dass sie so selbstlos ist, trotz ihres großen Elends. Ja. Das empfinde ich auch so, ja. Ja, also ist Wahnsinn. Mhm. Gut. Jetzt Anne, jetzt kommen wir mal zu, erzählen, genau, ja? Auch zu unserem Thema gezwungen zur Lüge. Ja, und zwar, ich war damals eine junge Frau, erwartete, hatte 8 Monate altes Kind, erwartete Zwillinge, komme morgens raus, sehe, dass das Auto an der Seite eingefahren ist. Naja, habe ich gedacht, er hat noch mal was getrunken, bin ich wieder reingegangen, nehme mir die Tageszeitung vor und lese, dass ein Auto gesucht wird mit der und der Lackfarbe und hätte dort und dort jemand totgefahren. Ich darf nicht so, wir sind hier in einem engen Raum. Ja. Ich darf nicht so genau werden, dann weiß jeder, wer es ist. Ich verstehe. Ne? Ja. Okay. Ja. Da bin ich dann zu meinem Mann und habe ich gesagt, hör mir mal gut zu, wo bist du die Nacht gewesen? Du hast jemanden totgefahren. Ich sage, das stimmt jetzt alles. Ich habe auch die Stoffreste gefunden am Auto. Und da hat er zu mir gesagt, ich bringe dich um, wenn du irgendjemand was sagst. Dann hat er das Auto genommen. Und du warst schwanger. Ich sag's nochmal, ne? Du warst schwanger. Ich war mit Zwillingen hochschwanger. Und hatte ein 8 Monate altes Kind und war berufstätig. Ich habe ja das Geld für die Familie verdient. Arbeit hatte er nicht unbedingt erfunden. Wie ging es dann weiter? Dann ist er nach Frankreich gefahren, da gab es ja so spezielle Werkstätten, hat das Auto reparieren lassen und ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, denn damals waren ja die Rechte der Frauen ziemlich klein. Alice Schwarzer hat uns ja erstmal Rechte gegeben, die wir vorher nicht hatten. Es gab ja auch damals das sogenannte Prügelrecht noch in der Ehe. Das wissen Sie auch vielleicht. Ich weiß das, ja. Ja, ne? Du kannst mich auch duzen, ich habe auch du zu dir gesagt. Ja, Gott, ich meine, das mache ich normalerweise schon. Ja, ne? Ja. Gell, aber ich bin eine Norddeutsche und die Norddeutschen, die sind ja ein bisschen schwer mit dem Du. Stimmt. Ne? Ja, und dann? Ja, und ja, Gott, ich meine, die Ehe blieb bestehen. Ich habe die Familie weiter ernährt. Ja. Dann kam das nächste Kind. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht, habe sehr gut verdient. Und dann habe ich Drillinge erwartet. Naja, ich meine, so ging das dann weiter. Und dann ist er total im Alkohol und ist ganz böse gestorben. Das heißt, als wie? Pflegefall. Und du hast ihn gepflegt? Ah ja, sicher. Du hast ihn gepflegt. Und die ganzen Kinder großgezogen. Wie viele Kinder waren es insgesamt dann? Es waren 5 Leben. Respekt. Respekt. Wie viel Jahre hast du dann mit dieser Lüge gelebt, bis er gestorben ist? 27 Jahre. 27 Jahre. 27 Jahre. Er hatte, das habe ich am Anfang richtig verstanden, Fahrerflucht begangen und ein Mensch war dabei umgekommen. Ein Menschen totgefahren, hat gesagt, der war betrunken, warum rennt der mir auch vors Auto? Das ist ja auch eine unfassbare Geschichte, dass du 27 Jahre das mit dir rumgetragen hast. Das trage ich ja schon länger mit mir rum. Und du trägst es danach auch noch mit dir rum. Meine Kinder wissen nichts davon. Bis heute nicht. Aber sie ahnen irgendwie was, sie gehen alle nicht zum Friedhof. Wer weiß denn überhaupt darum? Keiner, außer ich. Und ich jetzt? Ja. Und unsere Zuschauer und Zuhörer?
Zuschauer, ja, deshalb muss ich mich auch ein bisschen, wir wohnen im kleinen Dorf. Ja, ja, du, ist schon okay. Nicht, gell? Hast du denn mit ihm, also im Laufe dieser vielen Jahre des Zusammenseins... Ich habe mich nie mehr getraut, ein Wort davon zu sagen. Du wirkst, ja, entschuldige, weil? Er war sehr gewalttätig. Mhm. Ich habe aber nach außen hin die Fassade gehalten, dass es als eine sehr gute Familie galt. Mhm. Habe das auch gegenüber den Kindern versucht, alles zu verbergen, auch seine Gewalttätigkeit. Mhm. Seinen Alkoholismus habe ich entschuldigt mit Krankheit. Mhm. Und habe irgendwie die Familie durchgebracht. So. Hat er dich, du sagst gewalttätig, er hat dich auch geschlagen? Der hat sogar versucht, mir ein Kind aus dem Bauch rauszutreten. Du wirkst auf mich als eine selbstbewusste Frau. Bin ich auch. Warum hast du ihn nicht verlassen? Als ich ihn verlassen wollte, war er schon so krank, dass die großen Kinder mir später den Vorwurf gemacht hätten, der wäre unter der Brücke gelandet. Mhm. Und die großen Kinder, ich konnte es machen, wie ich es wollte, wäre ich gegangen, die haben mir oft zu mir gesagt, verlasse ihn. Mhm. Ich meine, ich wäre mit den ganzen Kindern fertig geworden, bin ich ja hinterher auch. Warum bist du nicht früher von ihm gegangen? Zum Beispiel kurz nachdem das passiert war. Ich wollte damals gehen, der hätte mich umgebracht. Ach so. Der war so eifersüchtig. Mhm. Es ist so, ich war in jungen Jahren eine sehr hübsche Frau, kann ich mit reinem Gewissen sagen. Mhm. Ich entsprach dem damaligen Schönheitsideal. Mhm. Und er war auch sehr eifersüchtig, noch als ich die vielen Kinder hatte. Mhm. Ich durfte nur zum Haus raus mit Kindern. Mhm. Ohne Kinder durfte ich gar nicht zum Haus raus. Ich stelle es mir, du erzählst das mit den Kindern. Kinder entstehen nicht nur vom Hingucken. Ich weiß das. Ich stelle es mir sehr, sehr, sehr schlimm für dich. Das war eine etwas schizophrene Sache. Ich habe diesen Mann kennengelernt. Ich habe ihn abgöttisch geliebt. Und dann kam das. Aber dann hast du ihn nicht mehr geliebt, nachdem das kam. Ach, wissen Sie, ich habe das beiseite geschoben. Mhm. Und irgendwie er war ja mein erster Mann. Mhm. Und ich komme aus einem sehr konservativen Elternhaus. Mhm. Und bei uns gab es das so etwas nicht wie Sex vor der Ehe. Mhm. Verstehe. Klar, in der Zeit war das auch alles noch anders als... Nein, und ich meine, ich habe eine höhere Schule besucht und ich hatte ihn ohnehin, ich hätte das zu Hause auch nie zugeben dürfen. Ich komme aus einer Familie, wo die Ehemänner noch ausgesucht werden. Sie wissen genau, dass es in gut situierten Familien damals noch üblich war. Mhm. Sag mal, Anne... Ich habe eine Privatschule besucht. Als er dann so schwer krank war und du ihn gepflegt hast, ja. Hat er da... Ein Zeichen der Dankbarkeit irgendwann mal? Ein einziges Mal während der ganzen Ehe. Er war ja zuletzt geistig nicht mehr da, ne? Mhm, mh. Und das letzte Mal, als er zum Haus rausgegangen ist, hat er eine große Schachtel Merci mitgebracht. Mhm, mh. Das war das Einzige, was ich eigentlich so gekriegt habe. Als er dann gestorben ist, war das für dich eine Erleichterung? Ich war bei ihm, als er gestorben war. Es war eine Erleichterung und zwar in der Hinsicht, weil ich total überfordert war mit 5 Kindern und diesem kranken Mann. Hm. Und die Kinder waren froh, dass er nicht mehr lebte. Du auch? Ich eigentlich auch. Ich konnte mein Leben in die Hand nehmen. Wie viele Jahre ist er jetzt tot? 18. 18. Sind die 18 Jahre, die letzten 18 Jahre, die besten 18 Jahre deines Lebens gewesen? Ich würde sagen, ich habe einen netten Partner kennengelernt, lebe mit dem jetzt schon 16,5 Jahre zusammen. Und das ist ein ganz anderes Leben als vorher? Ich kenne kein böses Wort. Ja. Und das ist also eine freundschaftliche Partnerschaft. Ne? Also, ja. Der Mann ist auch krank und wir kennen uns von Kind ab an. Das ist quasi eine Bruder- und Schwesterpartnerschaft, einer ist für den anderen da. Mhm. Jeder hat seinen eigenen Wohnraum. Wenn wir zusammen sein wollen, sind wir zusammen. Planst du oder überlegst du irgendwann deinen Kindern die ganze Wahrheit zu erzählen? Nein. Warum nicht? Weil ich Angst habe, dass sie das zu stark belastet. Mhm. Aber irgendwas wittern sie ja schon, wenn du sagst, die gehen nicht zum... Ja, ich habe das Vaterbild aber irgendwie hochgehalten.
Sie wissen, Sie sagen selber, es ist gut, dass er gestorben ist. Vor allen Dingen die mittlere Tochter sagt, für den jüngsten Sohn war es ein Segen, dass Vater gestorben ist. Es wäre besser gewesen, er wäre noch 2 Jahre eher gestorben. Mhm. Nicht? Weil der hat sehr starke Pubertätsschwierigkeiten gehabt, ist aber jetzt, ja, ist jetzt auch im Studium, also Studium ist ja bei mir kein Muss, das ist, weißt du, meine Kinder haben nicht eine Nachhilfestunde gekriegt. Ich bin der Ansicht, wer die Schule nicht ohne Nachhilfe schafft, ja, das, der gehört da nicht hin. Weißt du, ich finde ja eigentlich, dass deine Kinder, ich glaube, dass das Kind, deine Kinder nicht zu sehr umhauen würden. Ich glaube sogar, dass das ja letztendlich... Ach, wissen Sie, wenn man so lange darüber ruhig gewesen ist, ich weiß nicht, ob man es ihnen dann noch sagen soll. Wenn sie fragen. Bitte? Vielleicht, wenn sie fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich viele Gedanken machen, was da alles vorgefallen ist in wir eurer Zeit. Sie haben über vieles gesprochen. Sie haben vor allen Dingen sehr viel darüber gesprochen, was er mir angetan hat und wie er mit mir umgegangen ist. Also ich will dir sagen, wenn ich dein Sohn wäre, ja, ich würde es wissen wollen. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, Sie ahnen was, weil ich kann mich auf meine Kinder verlassen. Jedes Mal die Frage, Mama, brauchst du Geld? Mama, willst du in Urlaub fahren? Wir bezahlen es dir. Also ist es immer irgendwie, ob ich was möchte. Nicht, also da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Es ruft doch jeden Tag jemand an, wie es mir geht. Gut, du wirst es für dich entscheiden, wenn es vielleicht irgendwann eine Situation gibt, wo konkret gefragt wird, ob du es dann vielleicht doch sagst oder ob du es halt dann wirklich für dich mitnimmst und für ewig dann verschweigst. Naja, vielleicht schreibe ich es auf. Ich schreibe zurzeit Familiengeschichte. Ja, ne? Vielleicht also, wäre das auch keine schlechte Lösung, ja. Naja, ich meine mit Vorfahren, mit allem drum und dran, ne? Ich danke dir auch für deine Offenheit, Anne. Und entschuldige, dass ich jetzt das Du so gesagt habe. Ich glaube, das ist ja vollkommen klar. Das ist ja so üblich bei uns. Immer vom Du ins Sie. Das ist einfach eine ganz normale Gewohnheit. Ich danke dir für das Vertrauen. Ich bin ja nicht auf eine Schule gegangen. Das hieß ja damals noch die Anstalt. Ich danke dir für das Vertrauen. Alles klar. Und wünsche alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt Gezwungen zur Lüge. Ich möchte gerne und habe das ja nun gerade auch schon mit Menschen sprechen, die zu einer Lüge durch gewisse Umstände gezwungen wurden oder von Menschen gezwungen wurden werden zum Lügen. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, darüber vielleicht sprechen wollt, vielleicht auch zum ersten Mal sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer Telefonnummer. Hier ist Eva. Eva ist 40. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Eva, schön, dass du da bist. Auch hallo. Auch zu unserem Thema? Ja, doch, natürlich. Allerdings nicht in dieser immens krassen Form, wie die Redner vor mir. Erstmal ein ganz großes Kompliment an deine Sendung. Ich gucke sie nicht oft, aber wenn ich sie sehe, also Chapeau, wie Vielen du Dank. Das alles so erträgst. Ich habe schon auch ein Thema zur Lüge. Ich bin von Beruf Flugbegleiter, Flugbegleiterin schon seit 15 Jahren, bei 2 unterschiedlichen Fluggesellschaften, die ich natürlich jetzt hier da nicht nennen kann. Natürlich nicht. Und ich stelle fest, so langsam, dass ich ein Problem mit der Lüge in meinem Beruf habe. Also, was für eine Lüge ist das? Die Lüge ist, dass man überhaupt gar nicht mehr authentisch sein kann, dass man immer mehr gezwungen ist, ich arbeite gerne mit Menschen, ich mache das gerne, dieser Service-Gedanke und so, das ist überhaupt gar nicht das Problem. Der Druck wird immer schlimmer, man darf gar nichts mehr sagen, ich muss mich beschimpfen lassen, mustern lassen, sexuell anmachen lassen. Und ich kann nichts sagen. Ich verstehe. In der Defensive. Also letztendlich fühlst du dich wie eine Marionette. Richtig. Und das war früher, so vor 10 Jahren im Beruf der Flugbegleitung, anders. Ich muss dazu sagen, ich bin früher Charter geflogen und jetzt fliege ich Linie. Was ein himmelweiter Unterschied ist. Also beim Charterfliegen, klar, das hat auch die Nachteile der betrunkenen Passagiere und Mallorca und so. Es war aber ehrlicher und auch ein offeneres Arbeiten. Jetzt bin ich wirklich bei einer renommierten Fluggesellschaft und seit 8 Jahren. Und inzwischen ist es wirklich so, die gehen nur noch auf diese Business-Passagiere, Senatoren und. Und man ist gezwungen, wirklich Menschen, die einen schlecht behandeln, mit Handschlag
zu begrüßen, ja. die ein... Also wenn dich jetzt jemand wirklich beleidigt oder äußerst unfreundlich und patzig zu dir ist, wie musst du dann immer freundlich reagieren? Nein, ich für mich natürlich eigentlich nicht. Ich versuche das schon zu differenzieren. Aber ich nenne dir mal ein Beispiel, Domian. Ja. Ein völlig schlecht gelaunter Business-Gast bekommt sein Essen und sagt dir wirklich in einem Ton, kommen Sie mal her, der Nudelsalat ist ja kalt und das Brötchen ist warm. Was für eine Ironie. Also so ein Satz alleine schon. Man steht dann da so, gut, Nudelsalat ist nun mal kalt und das Brötchen ist nun mal warm. Eigentlich möchte man aber sagen, pass mal auf, Alter, gerade sind wieder irgendwelche Kinder in Afrika gestorben. Ja, ja. Geht's dir noch gut? Ja. Das ist das. Und dann sieht man aber, wir haben immer solche Listen, da sieht man aber, das ist irgendwie einer mit einem Status, der so und so viel Kohle lässt. Und so kann ich eigentlich nicht sagen. Ich kann nur sagen... Also musst du ganz freundlich zurückreagieren, in irgendeiner Weise erklärend zurückreagieren. Ja, genau. Ich sag dann halt so, ja gut, wenn es Ihnen nicht schmeckt, dann essen Sie es eben nicht. Und, wobei das schon auch vielleicht ein bisschen patzig ist. Ne? Ja, also genau, da ist schon so hart an der Grenze. Ja. Ich meine, ich kann ja nicht so einem Menschen noch sagen, das tut mir ja furchtbar leid. Mhm. Also ich meine, ich bin da inzwischen wirklich nicht mehr in der Lage. Ist das denn so, dass ihr von oben, von eurer Gesellschaft, von euren Vorgesetzten, dass die Anweisungen und die Richtlinien immer strenger werden? Ja. Das ist so? Ja. Es ist halt so, wenn man so einen bestimmten Passagier mit bestimmten Status, deswegen hat man diese Listen, verliert, wird einem immer gesagt, dass das ungefähr für, wie gesagt, ich nenne diesen Namen der Firma einfach nicht. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Was wäre der denn? Der lässt ungefähr 400.000 Euro im Jahr. Ach so. Bei der Firma. Gut, dann ist das natürlich der König. Richtig. In dem Moment, wo der sich bei deinen Vorgesetzten über dich beschweren würde, hättest du ganz schlechte Karten. Ja, ja. Ja, obwohl, das kommt ja auch noch dazu, Domian. In all den Jahren hat sich noch niemand über mich beschwert. Ich aber wache manchmal nachts auf und habe wirklich, also ich bin jetzt auch letztens zum allerersten Mal zum Arzt gegangen, weil ich bin nachts aufgewacht, habe Schweißausbrüche gehabt, wusste gar nicht warum. Weil du dich immer verbiegen musst. Richtig, richtig. Sag mal, Eva, gibt es denn nicht die Überlegung für dich, aus diesem Bereich des Buches rauszugehen? Doch, natürlich. Ich bin da jetzt ganz... ganz intensiv dran. Es ist zum Beispiel auch solche Sachen, ich habe zwei Kinder, bin alleinerziehend, also geschieden, was auch überhaupt kein Problem ist, das funktioniert alles ganz gut. Inzwischen ist es aber so, man bekommt keine, ja gut, das würde jetzt zu weit führen, keine Tests mehr. Ich muss ständig übernachten. Also ich bin da so, ich fliege inzwischen, früher bin ich Langstrecke geflogen, jetzt fliege ich innereuropäisch. Vielleicht hast du es ganz einfach auch zu lange schon gemacht. Dass vielleicht die jüngeren Frauen da noch eher mit umgehen können. Ja, aber es gibt bei uns ein Request-System. Das heißt, ich habe eigentlich, je länger man dabei ist, man kann sich wünschen, man kann sich eine Woche Stationsdienste wünschen oder was weiß ich. Ich bei uns inzwischen in dieser riesen Firma wird überhaupt keine Rücksicht mehr genommen. Ich sehe, Kollegen sind ein Jahr dabei und haben jedes Wochenende frei und ich werde nur durch die Weltgeschichte geschickt. Man kriegt Verlängerung. Also dieses Ganze, darüber will ich mich gar nicht beschweren. Wäre denn nicht ein Job in einem Flughafen für dich viel besser? Nein, ich denke, ich bin gelernte Werbekauffrau. Ich denke, ich werde jetzt so langsam mal versuchen, wobei jetzt 15 Jahre sind vergangen. Ich versuche jetzt da langsam mal wieder Fuß zu fassen. Das glaube ich auch so, wie du auch unter Druck stehst, so wie ich das so höre. Glaube ich, musst du da auch raus, weil du dir so schadest. Ich kann mich an irgendwelchen Gästen auslassen. Letztendlich der Großteil der Gäste, das muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen, ist ja eigentlich okay. Merkst du denn eigentlich auch bei den Gästen, nicht nur von Seiten der Geschäftsführung, dass der Druck größer wird, dass es dennoch auch Gäste gibt, dass die so im Laufe der Jahre immer mehr nörgeln, immer mehr anspruchsvoller werden und exzentrischer vielleicht auch? Domian, ich sag dir jetzt mal eins. Früher ist mir aufgefallen, wenn Gäste unfreundlich waren. Heute fällt mir auf, wenn Leute freundlich sind. Oh, das ist natürlich, das ist die Antwort. Das ist die Antwort, ja. Also, du musst da raus, Eva. Du musst mit all deiner Energie sehen, dass du irgendwo anders Fuß fasst. Ja. Und es geht aber nicht nur mir so, das geht vielen Kollegen so. Und das ist so der Zahn der Zeit. Ich weiß es nicht, was es ist, aber das ist so.
Und wie gesagt, ich habe mich eigentlich geschämt, jetzt anzurufen, weil ich ja jetzt, es ist jetzt nicht das Mega-Problem. Nein, natürlich nicht, aber es ist für dich und deinem... gerade gezwungen zur Lüge. Ist für dich auch natürlich ein sehr großes Problem, was deinen ganzen Beruf betrifft, deine ganze Berufszeit. Ja, natürlich, natürlich. Und ich gehe gerne mit Menschen um und ich habe den Beruf eigentlich auch gerne gemacht. Mhm. Nur wie gesagt, lass dir das auf der Zunge zergehen. Es fällt dir heute auf, wenn jemand Danke oder Bitte oder irgendwie nett was sagt, ja. Ich wünsche dir einen guten und baldigen Ausstieg. Und dass du irgendwo anders einen für dich befriedigenden Job findest. Ja, und du fliegst trotzdem weiter, wenn du irgendwo hinfliegen musst. Ja. Alles Gute, Eva. Okay, vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss, gute Nacht. Dankeschön, tschüss. Hier ist der Adrian. Und Adrian ist 21. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Domian, bin ich mit dir? Ja, ich bin schon. Ich finde deinen Namen toll. Adrian klingt so ein bisschen wie Domian, aber Adrian ist wirklich auch ein schöner, sehr schöner Name. Ja, stimmt, dankeschön. So, ja. Zur Lüge gezwungen, Adrian. Ja, zur Lüge gezwungen. Ich habe ja eben schon geredet. Also, du bist jetzt sozusagen die erste Person und ja. Ich meine, es werden mich ja viele hören. Mhm. Also, es ging halt, dass ich in meiner Kindheit so missbraucht wurde, sagen wir so. Von wem? Von einem engeren Bekannten der Familie. Einem viel älteren Mann. Ja, einen guten Freund von den Eltern. Ja. Ja, und. Der ein erwachsener Mann war, als du ein Kind warst. Als ich ein kleines Kind war, ja. Und mich nicht wehren konnte. Wie alt warst du, als dieser Mann das mit dir gemacht hat? Ich schätze mal, ich kann mich nicht mehr so recht dran erinnern, aber ich war 7 oder 8, ich war in der 1. oder 2. Klasse. Ja. Noch genau. Ja, an die Zeit kann man sich ja in der Regel immer ganz gut erinnern schon. Kann man sich auch gut erinnern, aber ich habe oft versucht, diese Gedanken und Erinnerungen zu verdrängen. Verstehe. Wie oft hat dieser Mann das gemacht und über welchen Zeitraum? Bis zu meinem 13. Lebensjahr, da habe ich angefangen, bin ich auf die Realschule gekommen. Mhm. Ja, und irgendwann mal hat er selber aufgehört. Der hat irgendwie, dann wurde ich auch nicht mehr als kleines Kind, dann habe ich nie was gesagt. Also dieser Mann hat dich zu sexuellen Handlungen gezwungen? Ja, genau so. Ja. Dieser Mann war ein Freund oder war ein Freund der Familie? Ja. Ging also bei euch ein und aus? Ja. Und hat dann immer so Situationen ausgenutzt, wo du mit ihm alleine warst? Ja, genau. Ja, und das war bis zum heutigen Tage. Das habe ich immer in mich hineingestopft. Du hast nie jemandem etwas gesagt? Nee. Ich habe mich. Auch damals. Ich schäme mich dafür. Mhm. Du hast damals auch nicht überlegt, als Kind deinem Papa oder deiner Mama was zu sagen? Der hat mich bedroht, dass er mit Messer und was weiß ich, was meinen Eltern was zustößt und so Sachen. Und als kleines Kind hat man dann halt Angst. Natürlich. Natürlich, das ist sehr wirkungsvoll, wenn jemand dann sagt, ich bringe deine Eltern um. Ja, das war... Leben deine Eltern noch? Ja, die leben noch. Ja. Gibt es diesen Mann immer noch im Kreise eurer Familie als Freund? Ja, den gibt es leider Gottes immer noch. Das heißt, du begegnest dem sogar manchmal? Wie bitte? Ja. Wie ist das für dich, wenn du den siehst? Ja, ich habe Blackouts. Ich habe einfach so ein Blackout, ich erkenne nichts mehr. Wenn ich dem Teufel ins Gesicht schaue. Mhm. Weil der lacht so mit mir und redet mit mir, spricht mich an, als wäre niemals was passiert oder so. Mhm. Aber der hat ja nicht damit zu kämpfen. Hast du noch weitere Geschwister? Ich habe noch weitere Geschwister, ja. Auch so in deinem Alter? Oder jüngere sogar noch? Jüngere. Bist du sicher, dass er mit denen nicht auch Ähnliches getan hat? Ich weiß es nicht. Weiß ich wirklich nicht, aber... Ich hoffe nicht. Hast du jüngere Brüder auch? Eine Schwester und einen Bruder habe ich noch, ja. Mhm. Die sind jetzt auch inzwischen, also mein Bruder, der ist 15 und die Schwester ist jetzt 12 geworden. Kurzem. Aber ich bezweifle, weil ich bei denen hat er nicht so Gelegenheit gehabt. Bei mir war ich der Älteste, bin als Erster in die Schule gekommen. Mhm. Der hat mich immer unter dem Vorwand auch, ich will nicht zur Schule fahren und so. Mhm.
weil mein Vater und Mutter, die sind arbeiten gegangen, hatten keine Zeit, die mussten früh los. Dann hat er mich manchmal freundlicherweise, wie der es gesagt hat, mich mitgenommen. Hat er dann das im Auto mit dir gemacht? Ja, der hat mich in irgendwelche zu irgendwelchen Spielplätzen gefahren und so. Manchmal bin ich zu spät zur Schule gekommen. Mhm. Ja. Viele Menschen, die so etwas in ihrer Kindheit erlebt haben, die haben selbst große Schwierigkeiten mit ihrer eigenen Sexualität. Wie ist das bei dir? Ja, das ist das genau. Das war auch ein Thema, weil wenn ich zum Beispiel, ich habe ja eine Freundin, wenn ich mit der irgendwas habe oder so, also wenn ich mit der schlafen will oder so, dann kommen einfach diese Gedanken hoch. Mhm. Dann klappt's halt mit der Sexualität nicht. Mhm. Das heißt das, dass du eigentlich gar nicht so viel Spaß an deiner Sexualität hast? Nee, gar nicht, weil diese Erinnerungen kommen einfach hoch und dann ist dieses Gesicht bei meiner Freundin auf dem Kopf sozusagen. Verstehe. Du hast noch nie mit jemandem gesprochen. Wie kam es, dass du dir das Herz gefasst hast und hier heute angerufen hast? Ich gucke ja deine Sendung oft und ich habe schon oft versucht, so dich anzurufen. Mhm. Nur heute bin ich Gott sei Dank irgendwie durchgekommen und irgendwie, ich bin in meinem Körper am Explodieren. Also ich halte das nicht mehr aus. Mhm. Und ich muss irgendwie mit jemandem darüber reden und ich bin auch, dass das jetzt so anonym ist. Ja, ich finde es gut, dass du angerufen hast. Ich finde, dass es mit Sicherheit, ich hoffe, dass das der erste Schritt ist für weitere Dinge, die du tun wirst. Aber Domian, ich habe Angst. Vor was? Ich habe Angst, dass was passiert, wenn ich was sage. Wie meinst du das? Wenn ich, wie gesagt, du hast gesagt, das wäre vielleicht der erste Schritt, aber wenn ich damit irgendwie zur Polizei oder so gehe, ich habe Angst, dass was passiert mit meinen Eltern oder so. Mhm. Oder meinen Geschwistern. Davor habe ich am meisten Angst. Was, wie meinst du das? Was könnte passieren? Von wem aus? Von dem Kerl. Mhm. Mhm. Weil der hat mich auch jetzt, also nicht jetzt, aber auch nach meinem 13. Lebensjahr, wo er langsam und langsam damit aufgehört hatte, hat er auch immer auf mich eingeredet und mir gedroht. Mhm. Der hat gesagt, hör mal Adrian, du weißt, was passiert ist und du weißt, niemand darf es erfahren. Mhm. Weißt du, was ich sowieso als den besseren Schritt erstmal sehen würde? Du hast gerade gesagt, du hast das Gefühl, dass du explodierst innerlich. Genau. Und dass es dir eigentlich sehr schlecht geht und das, was du gerade über deine Sexualität erzählt hast, geht ja ebenfalls in die Richtung. Ich finde, dass du dir erstmal eine gute professionelle psychologische Gesprächspartner, einen psychologischen Gesprächspartner suchen solltest, eine Hilfe suchen solltest. Ein Menschen, mit dem du erstmal so wie mit mir, aber dann halt wirklich wie mit einem Arzt intensiv darüber sprechen kannst. Weil man dir sehr viel Schlimmes angetan hat. Und da ist die Seele verletzt. Und die Seele braucht eine Heilung genauso wie der Körper auch. Ja. Und ich glaube, dass du dann mit dieser Person genau auch beraten solltest, was man weitermachen kann, wie man juristisch vorgehen könnte, ob du den anzeigst, was alles zu tun ist. Ich glaube, dass dieser Schritt mit einem Psychologen oder einem Arzt zusammen erstmal zu reden, das Wichtigere wäre. Das stimmt auch. Ich habe selber darüber oft nachgedacht, aber ich hatte immer Angst gehabt, dass irgendjemand aus meinem Freundeskreis, aus meiner Familie das mitkriegt. Oder? Nein, das kriegt keiner mit. Diese Menschen unterliegen der Schweigepflicht, das sind ja wie Ärzte. Da gehst du hin und das, was da gesprochen wird, geht niemals nach draußen. Niemals. Ich würde gerne, dass du jetzt mit meinem Psychologen einfach noch mal ein paar Worte sprichst, Adrian. Ja. Er wird dir dann auch noch ein paar Informationen an die Hand geben, wenn du dich für eine psychotherapeutische Behandlung entscheiden solltest, wie man das macht und wo du da hingehst und so weiter. Ja? Ja, Domian, mir fällt es gerade schwer zu reden. Okay, wir müssen ja eh jetzt hier abbrechen, dann würde ich dich bitten aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, das wäre sehr gut. Okay, bis gleich, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Gunnel Blendin. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ab 0 Uhr könnt ihr uns wieder erreichen. Morgen mit einer freien Themennacht um 1 sind wir dann hier. Tschüss.